Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler, Horrorfreunde und Freizeitstrategen. Wir sind wieder einmal hier auf der Suche nach diesem Atmosphärenreiniger-Gedöns. Haben wir dazwischen einen fünften Mann, weil wir den Panzer gefunden haben. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier noch geöffnet bekommen. Ich möchte hier nämlich etwas freier mich bewegen können. Hier geht natürlich ein weiterer Raum, wo wir uns einigermaßen erholen können. Okay, da ist natürlich jetzt die Preisfrage. Da will ich das hier überhaupt öffnen? Ja, man kommt halt dadurch halt dann doch noch. Wobei, ich glaube, ich komme auch hier so durch, ne? Come on, Team! Hurry up, you slugs! Ich verzichte mal jetzt hier gerade eben auf diese Durchgänge. Und guck mal, wie wir jetzt hier laufen können. Hier ist nichts, okay. So, was ist... Oh, shit. Oh, das ist gar nicht gut. Stay frosty, Marines. Quiet. It didn't... Eieiei. Eieiei. Got you in my sights. We're spotted. Natürlich hat er 5000 Jahre gebraucht zum Schießen. Natürlich hat er das. So, die werden jetzt entweder von hier kommen oder von hier. Ich finde, das ist eine ganz tolle Position, um diese Situation jetzt hier einfach mal eiskalt auszusitzen. Wir warten. Von irgendeiner Seite werden sie kommen. Und dann können wir weiter dahin vorstoßen. Hier gibt es garantiert auch irgendwas Cooles drin, aber da kommen wir halt nicht rein. Mhm. Gut. Das war der erste. Ich werde nur überlegen, ob ich jetzt hier nicht vielleicht, wenn ich jetzt ohnehin schon Halligalli gemacht habe. Versteht ihr? Wir haben sowieso schon Halligalli gemacht. Jetzt spielt es auch keine Rolle mehr, wenn man kurz mal hier drauf hämmert. Ist nur so eine These. Ich will ganz kurz hier mal reingucken, um da reinleuchten zu können. Haben wir noch mehr von den Viechern? Ne, wir haben es geschafft, okay. So, jetzt kommen sie wieder von der Seite. Ich mache wieder ein Unterdrückungsfeuer in die Richtung. Sie kommen wirklich nur aus der Richtung. Ich meine, wir haben ausnahmsweise mal wieder viel Munition. Wir haben 5 Mann. Ey, ohne Witz mit dem 5. Mann. Okay, gut. Dann sind wir jetzt hier drin. Und schauen mal, was hier noch drin ist. Oh Mann, echt ernsthaft. Hört's denn nie auf? Hier ist echt nichts. Wow. Oh, oh. Okay, die gehen vorbei. Ich kann auch jetzt übrigens nichts mehr öffnen, ne? Too quiet. More signature spotted. Ja, hinter uns ist wieder einer entstanden. We're spotted. Tango, lol, ernsthaft. Tango down. Schon wieder, ey. Meine Güte. Wisst ihr was? Dann hauen wir die jetzt hier auch nochmal schnell weg. Wenn die ohnehin schon hier gerade eben sind. Nein, ich will das hier benutzen. Vernichte 4 Eier mit einer Granate oder einem Schuss. Oh geil, dann haben wir die alle schon mal weggemacht. Cool. Jetzt ist halt die große Preisfrage. Wollen wir jetzt hier einfach
Komm, wir rennen jetzt einfach hier durch. Warum soll ich jetzt da unten noch warten? Die brauchen eh ewig zu uns. Hier liegt noch einer. Ihr wartet hier ganz kurz. Dann kann ich das hier ganz, ganz kurz mal looten. Shit, it's coming to us. Da liegt jetzt halt nochmal ein Medipack rum. Wo geht denn das noch hin? Da geht noch irgendwo was rein. Check your vitals, Squad. Okay, hier ist sonst nichts mehr drin. Also dafür, dass sie uns jagen, passiert relativ wenig, ne? That must be the malfunctioning door I told you about. The power core can't be that far. Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal in der Zone. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich hier frei zu bewegen. Da liegt nochmal Muni rum. Die habe ich definitiv nicht vor, hier liegen zu lassen. Move, move! Roger. Let's see what's inside. Da liegt auch nochmal was rum. Wahrscheinlich ist es wieder ein Geschützturm, den ich nachher noch brauchen kann. Auf jeden Fall haben wir Munition. Was wir nicht haben, ist Werkzeug. Da ist das Spiel mal wieder geizig, ohne Ende. Hier ist... Ich schaue gerade eben einfach mal rum, ob ich irgendwo was mit meinen eigenen Augen entdecke, aber es sieht nicht so aus. Come on, Team. Gut, hier geht's weiter. Gibt's noch mehr Muni? Doesn't look like a power core to me. It's only a terminal haze. Check it out anyway. It could help shut the containment measures down. Seems we found ourselves a way to this elevator. The power core should be right below. It has to be. Warum habe ich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache hier? Ich habe so ein richtig mieses Gefühl hier. Da kommt doch jetzt bestimmt gleich wieder übrigens die Welt geht unter. Heile den Trupp reduziert. Ja. Also gut, Leute, daher ich, wie ihr wisst, mit dem Schlimmsten rechne. Und ich finde, zu Recht, setzen wir jetzt einfach mal alle erdenklichen Möglichkeiten in Betracht. Also auch kletternde Aliens. Ne? Da kennen wir jetzt nichts. Sentry activated. Gut, dann machen wir schon mal... dich dahin. Und jetzt schauen wir mal. Ne, du bleibst hier. Wieder mal falschen Knopf gedrückt. Was das jetzt hier bedeutet. Wahrscheinlich brechen die sowieso alles wieder ab und meine Sentries sind weg und... Accessing Terminal. Ne, das Spiel sagt, bereite dich vor. Dann bereitest du dich vor und dann sagt das Spiel, haha, verarscht. It won't be that easy. Incoming critters. You know what you guys hold that ground. Okay. Fahre den Laufsteg aus. Also mit den Türmen so, das war eine gute Idee, habe ich das Gefühl. Wir arbeiten daran. It's a drone. Fahre mit den Terminals die Hauptbrücken aus. Wo muss ich denn? Ich muss bis da drüben jetzt laufen? Ihr wollt mich verarschen. Oh Mann. Move on. Gut, dann rennen wir mal. Solange keine Aliens da sind. Ich meine, die Türme machen ja auch ein bisschen was. Können wir kurz mal wieder rennen? It's a drone. Let's rock. Ich meine, jetzt haben wir wieder... Oh, da liegt sogar noch mal...
Dann will ich nichts gesagt haben. Accessing terminal. Hier holen wir uns auch noch die Muni. Ganz klar. Come on, team. Let's see what's inside. Wie viel Muni habt ihr noch? Boah, fuck! Okay, die Dinger sind am Ende. Double time! More signals incoming. Light them up! Tango gas! Incoming! Changing man! Come on! We didn't sign up for this. Zeno in approach! Kann halt immer wieder mal kurz mal rennen und dann wieder nicht mehr, ne? Great. That's just great. It's a drone. Let's rock. Also, jetzt muss ich irgendwie dahin kommen. Oh Mann. Zeno in approach. Come on, team. You like that, huh? Wie komme ich dahin? Moment, wie komme ich dahin? Das geht ja nur da lang dann. Shit. It's a drone. Shit, man, I don't like this. Light him up. Come on, we didn't sign up for this. Hurry up, you slut. Renn schneller. Das Gute ist, da liegt immer noch Munition rum. Safe position taken. Tja, wir haben auf jeden Fall 4 Sentry Guns verloren, ne? It's a drone. Let's rock. Tango down. Halten wir das mal fest. On my way. Accessing terminal. Let's see what's inside. You all deserve one of those shiny medals. Looks like that terminal has lifted the containment measure. This elevator should work just fine. You heard her. Move on. Bring them down. Sag mal, wie viele kommen denn da jetzt? Suppressive fire. Tango, get ahead. Warrior, it's light. You like that, huh? They're headed our way. Marine on contact. Sag mal. Let's rock. LOL, ich habe Marine verloren. Boah, wie mies war das denn gerade eben? Ey, der letzte Ansturm war ja mal richtig dreckig. Boah. Ja, wir haben gerade eben den einzigen Nubi verloren, der was getaugt hat. Come on, team. I think we're spotted. Jetzt müssen wir irgendwie dahin. Tango, straight ahead. They got our scent. Look alive. Hoo-ah. Move, move. Und der war halt einfach mal, wisst ihr, der war down oder war er tot? Bring him down. Check your vitals, squad. It's a drone. Looks like they found them. Oh yeah, don't mess with me. Ich kann halt auch nichts mitnehmen, ne? Ich kann mich auch nicht ausruhen gerade eben. Da geht einfach gerade eben nichts. Ich nehme jetzt auch diese blöden Gene nicht mit. Also ich würde es ja gerne, aber... Oh, endlich. Endlich. Tja, und schon waren wir wieder nur noch 4. Aber das ziehen wir jetzt durch mit dem Trupp hier. Auch wenn es nur noch 4 sind. Move, move. So viel Munition kriege ich nirgendwo wieder her. Zweites Untergeschoss. Wetten, dass das ganz schrecklich wird. Ey, ganz im Ernst, diese Mission muss ich ja nicht umnennen in Friedhof der Sentry Guns. Yo, Sergeant, one for dinner. No reservation. Oh no. That thing's guarding the power core.
We have no choice but to kill it. Easier said than done, Hayes. Oh no. Wieder eine. Wieder eine Queen. Naja, immerhin haben wir genug Vergeltungspunkte. Move on. Ich habe genug Munition für den Anfang. Naja, zumindest sage ich das jetzt. Oh, please don't. Oh. Maybe you could use the power surges. These pillars are dangerous to us and I bet the queen won't like them either. Aha. Okay. Also da sollten wir sicherlich nicht reinrennen. Das wäre nicht so schlau. Aber wir können durchrennen. Hurry up, you slugs. I think we're spotted. Tango, straight ahead. Let's rock. Something's not right. Shit, I'm bleeding out. Das darf doch nicht wahr sein hier. Copy. Stay still, gonna patch you up. Ey, dieses Angespringe geht mir tierisch auf den Zeiger. Light him up. Tango down. Come on, team. They're headed our way. Da ist schon wieder einer. Zeno, an approach. Wo ist er? Da. Got you in my sight. Okay, wir müssen jetzt irgendwie darüber. Gott, wie viele davon hier sind. Da kann ich auch nicht rüber. Warrior, in sight. Oh, Kacke. They're headed our way. Oh oh. Tango, straight ahead. Hä? Light him up. Was war das denn? Marine unconscious. Hä? Was war denn das für ein Bug? Ey, sorry Leute, also das mache ich nicht mit. Das hat man doch gerade gesehen. Ich hatte Pause. Es war Pause. Da bewegt man sich nicht weiter. Also ich gehe da jetzt nicht rein. Sorry, Leute. Wir gucken mal, was die andere Richtung sagt. Aber ich lasse mich von dem Bug jetzt hier nicht irgendwie gerade eben veräppeln. Vielleicht können wir das hier machen. Ganz im Ernst. Also dann bekämpfe ich die Queen ja lieber auf die altmodische Art. Ja, jetzt kommt in das Video nochmal. Und britzelt. Kinetic fire detected. Primary heat exchanger containment measures activated. Marines, I think you're trapped. As long as they're firing in there, we'll have to do things manually. There's gotta be a terminal we can tweak to deploy those bridges. Nicht schon wieder ein unendlicher Ansturm. Ich will nicht mehr ganz. Light him up. You like that, huh? Come on, team. Double time. Zeno in the pro. Guys, let's get the fuck out of here. Da kommen ein paar. Ich sag's mal so. Wo lange laufen die denn? Die laufen irgendwie da oben lang. Aber wie? Ach, das sind die Viecher. Light 'em up! Zeno in the pro! Oh je, Mini. Geh mal da hin, gesünder. In sight.
Da liegt noch mal ein bisschen Munition rum. Die sollte man sich vielleicht mal holen. Ja, da oben ist natürlich auch nochmal einer. Du musst kurz hier aufhören, damit du hier rennen kannst. Lauf, Junge! Fuck my life. Jetzt muss ich irgendwie dadurch. Also ich irre auch gerade eben hier so ein bisschen, keine Frage. Und die kommen halt auch in echt beschissenen Wellen hier. Immer dann, wenn ich schießen möchte, muss ich auch laufen. Jetzt muss ich irgendwie dahin. Also ich muss jetzt irgendwie hier hin. Zeno, an approach. More signals incoming. Bring them down. Changing mag. That's the terminal. Let's use it to get to the queen. On my way. Let's see what's inside. All right, let's see what's in there. Shit, I'm out. Take a breather. Watch that stress. Bring them down. Mhm. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Sind wir mal ehrlich. Jetzt muss ich irgendwie da noch hin. Warte mal. Come on, team. Ah, und jetzt muss ich darüber. Boah, sowas von keinen Bock, ey, ich sag's euch. Oh. Ich sehe es von der positiven Seite, die Queen kommt jetzt von alleine. More signals incoming. Bring them down. Und wenn ich Glück habe, wird sie eh gebritzelt. Wow, wow, wow! Timo mit ihrem blöden Gespringe. Queen, wo bist du? Da ist die Queen. Kann ich da einen Headshot setzen? Das geht leider nicht. Das wäre aber lustig gewesen. Okay, das haut ganz schön rein. Ich heile mal sie ganz schnell. Stay still, gonna patch you up. Stress ist maximal, ne? Let's rock. Okay, da kommt sie. Suppressive fire. Wir müssen dafür sorgen, dass sie dann nochmal reinrennt. Okay, Grün ist down. Jetzt müssen wir nur nochmal die Situation einmal aussitzen und dann ist hoffentlich vorbei. Die hat natürlich jetzt hier wieder eine besondere Genprobe. Zum Glück ist sie nicht völlig beschissen für uns gestorben. Move, move! I don't want to die on this rock. Let's see what's inside. Wir nehmen erstmal die Muni mit, ne? Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Bring them down. On it. Disgusting. Komm, du schaffst das, du schaffst das. Got him.
They look intact to me. Beruhigungsserum, was auch immer jetzt hier beruhigt wird durch eine Serum. Okay, sehr gut, die Jagd wurde unterbrochen. Oh, Halleluja. Wehe, hier sind jetzt noch Eier. Die sollten jetzt alle schon ausgelöst sein. It's quiet. Too quiet. Okay. Right now. Let's see what's inside. Die Eier hier sind nur Verzierung. Nennen wir es mal Verzierung. Power cord disengaged. Emergency bridges deployed. Containment measures lifted. Nice. One power core coming right up. Let's bring Corrigan a Christmas gift squad. Back to the Otago. Move on. Double time. Ich möchte es das Recht haben, einfach zu gehen. Naja. Warnung, einige dieser Marines sind nicht im Auf... Was? Ja, das sind die Toten! Die sind sehr tot. Der eine, meine ich. Was soll ich machen, ne? Den kriege ich ja nicht wieder hergezaubert. Das hoffe ich bloß, dass ich da auch nochmal einen schnellen Ausgang habe, weil... Ich will jetzt mich nicht nochmal hier durchwurschteln müssen, ohne Witz. Wir nehmen noch ganz schnell das hier mit. Also wir können jetzt theoretisch hier durch und dann bis zum Auto laufen, ne? Ich versuche das jetzt einfach mal geradeaus durch. Hurry up, Squad! Nehmen noch die Gene hier mit. Disgusting. Da, also die Sentry Guns lasse ich jetzt halt liegen, ne? Got 'em. They look intact to me. Bin auch nicht glücklich damit, Leute. Aber was soll ich machen? Die Dinger sind wertvoller. Ach, wie schön, da kann man natürlich nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder da lang. Der einzige Weg, der uns gestattet wird. Perhaps you get moving. Got something on a tracker. Move on. Da ist auf jeden Fall ein Ausgang. Double time. Quiet. It didn't see us. Schnell vorbei. Shit, ich muss da durch. Da wo das Vieh jetzt drin ist, muss ich rein. Und es kommt natürlich zurück. Ah ne, doch nicht. More signatures spotted. Also hier gibt es leider keinen Durchgang. Ich muss jetzt da rein. Boah, das war wichtig. Come on, Team. Nix, sie weg. Ja! Boah. Die Mission hat es echt in sich, ey, ich sag's euch. Und ey, ich hasse es halt einfach immer noch, wie der eine da gestorben ist, ohne Witz. Also ich hasse es. Also das ist so... Das war auch so richtig schön unnötig. So, wir haben alles hier abgeschlossen. Wir haben nur ein Datapad zurückgelassen. Das ist mir aber auch völlig Wumpe. Boah, ey, ohne Witz, dass sie alle Stress bekommen haben, das kann ich absolut verstehen. Wir befördern mal Leute ganz, ganz kurz. Der hat jetzt hier tatsächlich Level 9. Auf Level 9 kann er noch mehr Rüstung haben.
Ja, ich gebe ihm noch mehr Rüstung. Fertig. Und bei dir? Du kannst jetzt endlich eine Klasse finden. Es, oh Gott, es ist nicht mal der Nubi gestorben. Der wählt sogar selber. Der hat sich für Sergeant entschieden, okay. Was ist denn das für ein Skill? Unverwüstlicher Wille. Ah, okay. Nee, wir haben unseren Medic verloren. Toll. Das war mir gar nicht bewusst. So, beruhigendes Serum. Projektplan. Nett. Ja, dass wir da jetzt hier nicht so unbedingt... One dead queen, one power core. I don't want to jinx it, but this feels like our first real win. I wouldn't be so quick to celebrate. Any news from Price? We'll contact her. But first, you need to see Bookard. Hayes, I'm fine. I just need to know Cassandra's safe. I'm sure she is. Sergeant Martinez, what's your assessment of our new find? The APC? She's a bit banged up, but nothing we can't beat back into working shape. Should be able to deploy a bigger fire team from the next stop. Good to know. Come on, Sergeant Harper. Let's get you to the medbay. Hello, Administrator. Boah, geschafft. Okay, medizinische Quartiere. With all due respect, Sergeant, you look like shit. Well, thanks, Bookard. Really helpful. So he finally decided to face his problems before they became everybody's problems? Hey. Soldiers talk, Sarge. You can't prevent that. They're on your side, Harper. They need you. I'm hoping that once you get clear of the planet, well, the Hive, you no longer suffer these attacks. Until then, take this. It's a sedative. It should manage the worst of the symptoms. Good. Because I've got a job to do. I'll see you on the bridge. Also es wird wohl schlimmer, habe ich so den Eindruck. Ja, ich muss jetzt echt gucken, dass ich hier die Leute mal schneller wieder startklar bekomme. Understood. Also ein Tag ist ja top. Dann ist das gesamte Team hier wieder einsatzbereit am nächsten Tag. Naja, außer halt, was ihre anderen Probleme angeht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nochmal ins Labor. Mach diese beruhigenden Sachen da. Verbessert Naprolief, oh, den Stress um 150. Habe ich übrigens völlig vergessen, dass ich das machen kann. Stay safe. Where's my daughter? My associates did not let you down, Sergeant. Last time we spoke, Stern was about to find Cassandra. With any luck, he's on his way back to Pharos already. Can I talk to her? I'm afraid these damn storms will prevent that. But I promise you, she'll be safe in our headquarters. Did you keep your end of the bargain, Sergeant? We got the power core. My chief engineer is working on it. That leaves us with the cryosleep problem. But maybe we could find a vessel with the proper gas mixing chip. Somewhere in Jackson's Landing, perhaps? I checked with Corrigan. They won't be compatible. But the Bison we saw at Berkeley's dock just might. The what? An old Bison class hauler, the Montero, now docked at Berkeley. Back in 77, rebels used it to flee this rock. And who would blame them? Yet Command ordered us to stop the ship. Standard boarding party, in and out. And you reckon we could find the right chip inside? Well, the Montero's there, right? We saw it. So I guess no one's used those cryosleep chambers in a long time. We have to be sure. Even a slight mistake in the gas mix will be fatal. I know, it's a long shot. But it's the only one we can afford to take right now. Sergeant, I have reason to believe that a former Weyland-Yutani scientist, Joseph Marlowe... Oh, we're familiar with that name. Is that so? Well, he could be the architect of this outbreak. I appreciate it will not accentuate your trust in the company, Sergeant Harper. But my teams have reported that the Montero has been buzzing with activity these past few days. Which is highly unusual for a grounded ship. Someone's trying to escape, just like us. Do you think it could be that cult director? The Darwin era? Yes. I have reason to believe they're already in control of the Montero. All the more reason to go there. I don't want these bastards anywhere near the Otago. This time, we're doing things my way. I'm counting on you, Hayes. Oh, a director? You better have my daughter. Or you'll never set foot on the Otago. Tja, das war ja mal eine klare Aussage. So, dann gehen wir jetzt nochmal in den nächsten Tag. Dann ist gespeichert und damit ignorieren wir erstmal, was auch immer das hier ist. Ne? Also, danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.